Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus und begrüße euch zu Misgraded. Natürlich wieder mit den Zoolcruiser am Start. Hey ho, Leute. Ja, das letzte Mal hat der Maximus sich richtig in die Hosen geschissen und jetzt spielen wir auch noch bei Dunkelheit. Und ja, ein kleiner Bug. Ihr seht es schon, bei mir und bei den Zoolcruiser hängt die Spitzhacke so ein bisschen raus. Und ja, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht so sehr in die Hosen scheiße wie beim letzten Mal. Ne, wir sind jetzt immer noch in Sultan und es sind auch ein paar Spieler hier am Start und das bedeutet, wir müssen ein bisschen aufpassen. Zoolcruiser hat natürlich ein schönes, ja was ist das, ein MG4, ne, ein M4, ne, so ist eine Art ist es. Dürfte das sein, ja. Und ich habe eine Shotgun, ich denke mal, da sind wir gut. Warte mal. Was denn? Ich glaube, hier links ist irgendwo einer. Bin ich vorhin im Reh hinterher gelaufen oder im Hirsch. Ja. Und wir werden auch bestimmt irgendwann mal... Mein Spiel hängt. Oh, nee, jetzt geht wieder. Da ist ein Reh. Wenn wir das schlachten, können wir das vielleicht irgendwie... Wo? Ja, weiß ich auch gerade. Ich gehe mal in die Ego-Perspektive. Wo ist dieses Ding? Du musst mich beschützen, auf jeden Fall, ja? Du wirst ja, scheiß mich ein. Ja, wir könnten ja durchaus mal so machen, dass wir gemeinsam da mal was spielen können. Aber ihr könnt den Zoolcruiser anschreiben, weil ich die ganze Woche zu tun habe. Und, ne, das machst du denn. Ja, wenn sie mal nachfragen, ja, auf jeden. Genau, genau. Der ist denn der Social Media... Gedötsmann, weil ich beruflich ist momentan ein bisschen stressig bei mir und dadurch komme ich unter der Woche nicht dazu, großartig da Kommentare abzugeben. Und dann wird der Zoolcruiser euch dann auch sagen, wo man sich auf welchen TS dann trifft. Und der macht dann auch. Oh, ich habe mich schon erschrocken, dass da irgendwas geknallt hat. Das ist ja richtig hier die Nachtwanderung hier. Mal gucken, ne? Ja, ich komme hier hinterher. Jetzt wird es auf jeden Fall dunkel. Aber zurück, weil ich habe meine Taschenlampe weggeschmissen. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr das... Draußen ist einer. Komm raus! Ich komm! Wer denn jetzt? Mann! Ich höre den, aber ich sehe ihn nicht. Bei Nacht habe ich noch mehr Angst. Ja, so dunkel ist es jetzt auch nicht. Nee, aber trotzdem, ich habe immer Schiss. Kennst du doch, ich kann kein Horrorspiel zocken. Auf jeden Fall, der wird dann eine kleine Vorabwahl machen von den Leuten, die... also es muss ja auch hinhauen, ne? Wir wollen ja dann meistens auch mal im Video machen. Da ist er. Da hinten läuft er. Wollen wir den killen oder was? Er sehe ja. Klar. Gut wäre es, wenn ihr schon irgendwelche Waffen am Start habt. Nicht, dass wir da noch großartig was suchen müssen. Also sucht euch denn einen Server, wo ihr dann hauptsächlich alleine seid. Und... Ich mal ganz einfach an allem vorbei, auf die Straße. Vielleicht rennt er hinterher. Ja, wir müssen... Da ist er. Ach, der will das. Der Dingens jagt der. Der Dreh. Dumm. Blödes Vieh. Die scheiß Mutanten hier. Alter, die. Rennt ihr ganz an dem Kreis mit dem Vieh hier da hinten? Oh, Waffe leer. Nehmen wir die. Ja! Abstauber. Ja, Abstauber. Ja, die Shotgun. Einer hat, wie gesagt, macht bei uns hier die Fernkampf, also mit den. Mit dem Sturmgewehr und für Nahkampf bin ich dann quasi da. So ist es ganz gut. Und der Nächste, der dann was hat, ist dann bestimmt gut, wenn der sowas wie einen Sniper hat. Und dann werden wir mal gucken. So. Boah, ich habe hier so... Na, lass mal in die Richtung laufen. Die sieht freundlich aus, warum auch immer. Ja, genau. Sieht freundlich aus. Wir immer Ohren einfach auf, nicht, dass schon wieder irgend so ein Viech dich von hinten frisst und du wieder auf die Enter-Taste haust. Ja. Müsst einfach das letzte Video angucken.
Ja, genau, da hat mich irgend so ein Vieh. Aber am besten guckt euch das bei den Zulkusa mal an, weil der hat es dann nochmal schön oder nochmal schön gezeigt, wie ich da halt agiert habe. Also, ich habe dann irgendwo eine Taste gedrückt und konnte dann nichts mehr machen. Also, ich habe dann ein Menü aufgemacht oder sowas. Ich glaube, ich habe Ja, den G. Panik-Menü-Taste gedrückt. Steht er da. Konnte nichts mehr drücken. Aber dann habe ich ihn ja noch Gerettet, ja, weggesnackt. total, total locker, flockig, cool geblieben und dann. Aber wir müssten eigentlich, ich weiß nicht, pass auf, ja, wir könnten, glaube, wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen zur Kirche und dann zum Super, zur Tankstelle, müssten wir an der Tankstelle einfach nur weiter geradeaus, dann kommen wir zur nächsten großen Stadt, glaube, so war das. Geradeaus auf der Straße ist was. Wo? Geradeaus. Ja, stimmt, da hinten, ne? Einfach mal hinlaufen und dem einer geben. Oh, bei mir hängt das. Oh Gott. Irgendwie läuft Ja, das. das ist normal bei dem Spiel, ne? Oh, aber letztes Mal ist es besser gelaufen. Ja, da kam jetzt ja wieder so ein 500 MB-Patch. Ja, stimmt, da kam. Man muss wirklich sagen, das Spiel wird richtig geupdatet. Also da kommt andauernd irgendwas Neues und das ist halt das Schöne. Hier ist Bambi. Und so soll es ja auch sein. Es gibt zum Beispiel Spiele, die bei mir in der Liste sind. Da kommt monatelang nichts, ja. Zum Ja. Beispiel ist schon Ewigkeiten her, dass bei Next Car Game mal wieder was gekommen ist. Das Ja. bei manchen Spielen ist das sehr schade. Da ist aber Mutant auf der linken Straßenseite. Vom Bus. Ach so, ja. Mach ich mal eben weg. Ich bleib mal hier stehen, mal sehen. Wie viele Schüsse hast du denn gebraucht für den? 5, 6? Ja, da. Also für die Schuss. Manchmal trifft man die einfach nicht so gut. Guckt euch mal an, die sind. Ich gucke mal, wie viel ich habe. Ich habe eigentlich auch noch für den Revolver satt, aber irgendwie wollte der vorhin nicht mehr schießen. Ja, vielleicht Ladehemmung. Ah, Ja, langs. wirklich. Der schießt nicht. Sehr merkwürdiger Revolver. Na, es kann Null durchaus sein, dass Rounds. die Ladehemmung haben. Ich Nö, weiß nö, nicht. der hat einfach, obwohl die Rounds leer waren, hat er die drin gelassen. Das ist natürlich doof. Ist halt ein Revolver, ne? Vielleicht muss man die alte Dann Munition sind in der. rausmachen. Genau, das sind. Ja, ist so. Beim Revolver bleiben ja Da ist der die nächste. Hülsen in den Trommeln drin. Die Die musst du halt linkes, wirklich hier rausnehmen. linke Seite, ne? Ja. Uah! War aber rechts. Ah, nee, hinter uns kommt er. Ein Schuss und Um. weg ist er. Ich habe auch drauf geschossen. Alter, jetzt ist aber hier Holland in Not. Ich gucke jetzt mal eben. Habe ich noch überhaupt welche jetzt? Naja, einen Schuss hätte ich noch, aber ich gehe mal wieder auf Sturmgewehr. Geht hier aber auch ab, ne? Ah, diese blöden Rotzlöffel. Aber zu diesem Thema mit dem Updates, weil du das ja auch gerade angesprochen hast mit den Updates, ist ja gerade eben das Problem gewesen mit DayZ, ne? Dass da jetzt irgendwie. Da passiert nichts mehr so. Ich habe mir zwar jetzt nochmal runtergeladen, damit wir da vielleicht mal die Tage auch irgendwann auch mal durchrennen können, aber irgendwie hat sich da nicht so viel getan. Und das ist halt bei solchen Titeln immer schade. Bei dem EA, sag ich hier, Early Access Titel, hier Ark, finde ich, da machen die am meisten. Da sind die am Patchen wie die Weltmeister. Ja, weil das halt, wenn man dann bei den Steam-Listen guckt hier, was am meisten gespielt wird, da ist ja Ark ganz weit oben, ne? Also kann man ja wirklich sagen. Ja. Und das hat mich auch richtig fasziniert, wo ihr da gespielt habt, ne? Wo ihr die Tauchaktion gemacht habt. Also bei Soul Cruiser kommt dann doch regelmäßig jetzt eine neue Ark-Folgen, wo ihr euer eigenen Server habt, ne? Und da ein bisschen rumagiert. Und deswegen, ja, das guckt man sich dann halt gerne an. Ich bin ja jetzt nicht so der Ark-Freund, aber zugucken tue ich Ja, nicht, gerne. nicht, wollte ich gerade sagen, nicht selber spielen, weil man da halt Ja, man braucht viel da Zeit reinsteckt, ne? Und das ist das wirklich viel eben. Zeit und die habe ich einfach nicht. Ja, da muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, wenn ich hier, da brauche ich jetzt nicht ganz so viel Zeit, weil man findet doch auf Servern, wo nicht ganz so viel los ist, einiges an Material. So, ich mache jetzt mal die Außenansicht.
Da sehe ich ein bisschen Bei mehr. Ark auch schon irgendwie 200 Stunden oder so. Oh, ich habe keinen Kopf. Ah, jetzt. Ja, jedenfalls haben wir den Helm off. Alter, ganz komische Halterung hier für unsere Spitzhacken, oder? Ja, die schwingt mit. Alter, wie das aussieht, ey. Ja Ich gut, das kann. ist seit dem letzten Patch irgendwie. Ja, ich weiß auch gar Hast du nicht, was gehört? in die. Was? Was? Gehört. Ich weiß noch nicht, ob das ein Tier war oder. Wir laufen jetzt über die Brücke und dann müssten wir irgendwo da hinten in die nächste Stadt kommen. Ich habe jetzt auch gar nicht so richtig reingeguckt, was jetzt großartig an Neuerungen war jetzt in den Patch Notes. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob es nur irgendwelche Fixes war vom Spiel, ob da jetzt neue Sachen sind. Man kann ja auch gewisse Sachen bauen und ja, wenn man vielleicht irgendwie so ein kleines Team ist, dann kann man durchaus mal so hier mal ein bisschen losrocken. Sieht schick aus, ne? Ja, ne? CryEngine. Ja. Genau. Wir werden jetzt auf jeden Fall bis nach oder in die andere Stadt latschen. Dann denke ich mal, wird es hier erstmal reichen. Vielleicht hängen wir noch eine Serie ran oder eine Folge, wo wir dann in die nächste Stadt reinmarschieren. Weil in die große Stadt, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Wir waren jetzt gerade in Sultan. Ich erinnere mich, dass ich glaube hier lang gelaufen bin. Irgendwie mit Wood hieß die, glaube ich, oder? Wood Lane, Wood, ja, ich glaube. Wood Heaven, Wood oder? Haven, genau. Ja, ich glaube Wood Haven, ja. Das ist die Riesenstadt, ja. Ja, genau. Dann machen wir auf jeden Fall Wood Heaven ein bisschen unsicher. Wir sind jetzt auf dem German Server 1. Und diese Fahrzeuge, das früher waren auch nicht so viele Fahrzeuge. Da war vielleicht nur ein Fahrzeug, ja? Ich guck trotzdem einfach mal so. Na, Ja, na guck. oh, hier ist noch eine Knifte drinne. Eine Pumpe, Shotgun. ne? Ich brauche keine Pumpe. Ah, die könnten sie noch ein bisschen besser gestalten, die Fahrzeuge. Aber hier ist noch was zu saufen. Ich muss sowieso was saufen. Dann kann ich die jetzt mitnehmen. Oh, Ich leck, habe auch, leck, ja, leck, habe ich auch leck. Lag. Oh, nicht, dass das Ob das. Spiel. Ja, gut, alles klar. Also nach dem. Ja, manchmal fängt er sich nicht so schnell, ne? Das ist. Nee. Aber wie gesagt, das hat Ark momentan auch, dass du ab und zu mal einfach kurz so Mini-Standbilder hast. Da, ja, halt Early Access ist der Titel hier ja auch noch. Und bei den Early Access-Titeln muss man halt einfach sagen, wenn das, man muss das immer so beurteilen, wenn man, wenn das Spiel gerade läuft und den Inhalt, den muss man beurteilen. Man muss nicht immer direkt sagen, steht bei mir schon wieder kurz, Ja, halt noch. Early Access-Titel, ja, keine Ahnung, Bild hakt oder jetzt hier die Spitzhacken baumeln da rum, Scheißspiel. So funktioniert das bei Early Access Titeln nicht. Wenn ihr das nicht wollt oder gerne solche Sachen verurteilt bei Spielen, müsst ihr wirklich warten, bis die Spiele komplett, sag ich mal, im Regal liegen. Ne? Weil der Zeit vorher wollen die ja gerade diese Fehler ausmerzen. Ne? So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo geht's jetzt nach Wood Heaven? Ich habe jetzt auch kein Schild gesehen. Ich auch nicht. Ich weiß nur, wenn wir da wieder rüberlaufen, wir sind gerade von der anderen Seite über den Fluss gekommen. Ich würde sagen, dass wir einfach mal diesen Weg hier mal lang gehen. Egal. Wenn wir Wood Heaven jetzt nicht Genau. finden, dann ist egal. Ich habe jetzt auch nicht die Karte irgendwie am Start. Ja, vielleicht haben wir ja eine Bude, wo wir uns dann ausloggen können, zur Not. Ja. Uns keiner frisst. Ja. Schon wieder kein Kopf. Ich renne jetzt einfach mal, dass der halt ein bisschen joggt. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn der so ein Level-System hat, wenn man viel rumrennt, dass der dann halt mehr Ausdauer oder so kriegt. Ja. Oder dass Ah. man da halt Punkte drin verteilen kann, so. Ja, genau, so wie bei Ark, ne? Ja. Mehr Stamina, Das mehr ist. Tragen, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Man kann ja fast nichts mitnehmen. Ne? Man kann hier keine Sachen stacken, nicht mal die Bandagen. Wenn du zwei Bandagen hast, dann hast du zwei Plätze weg. Das ist natürlich ein bisschen hart. Ja, die wollen dann halt so ein bisschen mehr in die Realität gehen. Also da kann man ja auch nicht irgendwie was zusammenpauen. Da vorne sind die Windmühlen. Ich glaube, das war irgendwo mal was gewesen. Aber Im Moment ist Ausdauer. ziemlich ruhig hier, will uns keiner mehr fressen. Aber so sieht man wenigstens ein bisschen was. Ich glaube, hier ist die erste, wo ich das erste Mal gespielt habe, bin ich hier rausgekommen. Ein Spiel. War das hier? Keine Ahnung, das ist ein schickes Haus hier vor uns. Ja. Vögelchen am Zwitschern. Das ist schön, chillig hier.
Ah, mal schauen hier, was wir hier alles sehen. So. Hier unten sind auch noch ein paar Häuschen. Wir sind hier unten am Wasser. Glaube, dort hinten ist. Bei dem Wasserturm ist hier. Das Nest. Bist du drin im Haus? Ja, ich wollte mal kurz überfliegen, ob hier wieder Magazin rumliegt, aber sieht nicht danach. Aber langsam wird es wieder ein bisschen heller. Wir gucken jetzt noch mal ein bisschen hier im Haus, was hier noch Schönes gibt. Tomato Juice, ne? Da war ja die Geschichte, kannst du nicht aufheben, dann benutze irgendwas. Ja. Aber in Woodhaven sind immer die meisten Leute. Ja, ist klar. Gibt meistens zu holen, ne? Ja, würde ich ja sagen, können wir ja eigentlich uns irgendwo Ja, wir könnten eigentlich hier uns ausloggen, ne? Schlafzimmer hinstellen, da frisst uns dann hoffentlich keiner. Wo ist denn das Schlafzimmer? Hier hinten. Bin jetzt hier irgendwo. Ja, hinter dir. Da Ach, ist auch da. eins. Genau. Jawohl. Ja, wir werden hier erstmal einen Cut machen. Und vielleicht werden wir die Tage nochmal ein Video machen. Mal sehen. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Unser Ziel ist erstmal nach Woodhaven zu kommen und dann andere Leute nerven. Ne? Das ist erstmal unser Ziel. Ne? Genau. Ja, mit den Worten machen wir einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss. Ah, die kommt durch die Fenster. Echt? Nein, das war mein Ende, Mann. Du bist ein Idiot. Spannend halten, Junge. Ich hab mir noch so weggerannt. So. Ah, herrlich. Ja, so ist er. Ey, der weiß ganz genau, dass mir immer die Hosen scheiße. Na gut, aber jetzt machen wir einen Fisch.